Okay, ich möchte dir nun zeigen, wie du deine Präsentation mit anderen teilen kannst. Das ist wirklich sehr einfach. Es funktioniert genauso wie bei allen anderen Google-Anwendungen. Also mit dieser Freigeben-Schaltfläche rechts oben. Wenn du darauf klickst, kommt das Fenster, was du schon kennst, wo du hineinschreiben kannst, mit wem du das teilen möchtest. Ich werde jetzt meine andere E-Mail-Adresse nehmen. Ich kann entscheiden, ob derjenige bearbeiten darf, nur kommentieren darf oder nur lesen darf. Ich kann entscheiden, ob er davon eine E-Mail bekommt oder nicht. Wenn ich das rausnehme, kriegt er keine E-Mail. Wenn ich da rein, kriegt er sogar eine E-Mail. Ich kann sogar schreiben, Hallo Gabor. Das wird noch in E-Mail drin sein. Und wenn ich dann gesendet habe, er fragt mich noch, ob ich das wirklich möchte, denn diese E-Mail-Adresse gehört nicht zu der Schule Buchwies. Ich sage ja. Und es ist schon freigegeben. Und jetzt ist es hier für Gabor Kertész ist es freigegeben. Eine andere Möglichkeit, um sowas zu machen, ist, dass ich einen Link zur Freigabe aufrufe, wo ich einen Link habe, die ich kopieren kann. Ich kann auch entscheiden, ob diejenigen, die diesen Link haben, ansehen, kommentieren oder bearbeiten dürfen. Ich sage, nehme mal ansehen und diesen Link, nachdem ich das gehabt habe, kann ich auch via E-Mail. Hier ist mein E-Mail. Wenn ich ein E-Mail schreibe, ich kann diesen Link kopieren und die Personen, denen ich will, verschicken. Und es ist schon verschickt. Wie gesagt, es ist sehr, sehr einfach. Die Möglichkeiten kennst du von anderen Programmen. Das war's mit Google Präsentationen Basics. Ich hoffe, du hast das genossen und du kennst schon dieses super Programm, das sehr einfach zu handhaben ist und trotzdem sehr powerful Tool sein kann. Ade und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.